Hallo und herzlich willkommen zu Assassin's Creed Origins. Ja, wir spielen heute weiter. Gestern das erste Mal die Pyramiden entdeckt. Oder was heißt, na, nicht entdeckt, aber zumindest mal dahin gereist. Und die große Pyramide, die Cheops-Pyramide, habe ich einmal bestiegen. Sehr schön, auf jeden Fall. Ein schöner Ausblick natürlich. Und ich habe aber vergessen, einen Screenshot zu machen, muss ich ehrlich gestehen. immer diese Produktplacements. Ja, wir kaufen uns natürlich jetzt alle eine Xbox One, das ist ganz klar. Ja, ich zeige immer vor, für YouTube, die werden das sonst nicht verstehen, ich zeige vorab immer den Trailer und da kommt dann immer hinten noch so eine Xbox-Werbung hinten dran. Deswegen, das meint Dubski mit dem Produktplacement, wo ich Millionen verdiene. Aber da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ich starte schon mal parallel das Spiel. Ah, jetzt habe ich fast Syndicate schon wieder gestartet. Ah, das wollen wir nicht. Wir wollen Origins starten, genau. So. Ja, also das Spiel, wie, ja, ich glaube, das da wiederhole ich mich auch wirklich. Beeindruckt grafisch, beeindruckt von der Spielwelt vor allen Dingen her. Die Story, ja gut, wir nehmen Rache. Ja, so eine Rache-Story, die kennt man einfach so aus Filmen oder Serien und so weiter. Ist jetzt nichts Innovatives, aber muss es auch gar nicht sein, glaube ich. Es macht so Spaß, wie es ist. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es da weitergeht. Ja, der Chat schon wieder salzig wie eh und je. Abgehoben, halt. Davon macht er keinen Screenshot. Aber wenn PUBG einen Chicken Dinner, wo er 0 Kills macht, so geholt er ja leider nichts. Ja, das ärgert mich auch immer noch weiterhin. Ja, weiß ich nicht, ob ich dann noch langsamer oder campiger spielen muss in PUBG oder so, weiß ich nicht. So, Level 18. Ich glaube, ich hatte gestern Level 17. Das heißt, nicht. Genau, da geht's ja weiter. Hätte ich schon fast vergessen. Wir sind ja jetzt, wir sind nicht mehr mit Bayer unterwegs. Und sind direkt hier auf dem Schiff. Segle zur ägäischen Küste. Ja, das tun wir doch mal gleich. Bin ich denn schon am Ruder? Erhöht das Tempo! Ui, wow. Die ganze Ruder. Geschwindigkeit. Oh, fett, oh, fett, oh, fett, oh, fett. Mit einer Trommel, ey, wie geil. Oh, ich liebe das ja jetzt schon. Langsam jetzt! Untiefen voraus! Ich bin nicht blind. Ich sehe die Scheren. Deine dritte Reise und du bellst Befehle wie ein Seebär. Ich liebe es, wie sich die Spucke in deinem Bart verfängt, Foxy das. Lass mich nicht über Bord gehen. Das ist kein Tod für einen Helden wie mich. Ein wahrer Held kann schwimmen und sich retten. Ich sehe sie. Ohne Grund lasse ich mich nicht durch Speigert sorgen. Jetzt versuchst du nur, mich zu beeindrucken. Also gut, ich kenne das natürlich aus Black Flag, da haben wir natürlich vor allen Dingen Segelschiffe gehabt. Schneller Tempo! Oh, ich kann Tempo machen. Horizont, da! Das sind keine römischen Farben! Was ist denn das Weibstück reinmanövriert? Ptolemäus Schiffe, zweifellos ein Sand vom Orden der Ältesten. Was haben Sie mit Pompeius zu schaffen? Seine Armeen sichern den Thron für Kleopatra. Und die wollen die Allianz verhindern, bevor es soweit ist. Ja, wir müssen uns sputen. Okay, dann geben wir halt Gas hier. Verzeiht uns Pisse! Es liegt zu viel Rauch in der Luft. Die See wird kochen beim Vulkan. Halten wir Abstand, wenn wir nicht verbrennen wollen. Ist das Methane? Sie ist seit Jahrhunderten nicht ausgebrochen. Haltet euch! Ach, was, ein Vulkanausbruch? Sagen wir ihnen, dass sie dem falschen Pharao folgen. Sag nicht, der Vulkan bricht gleich nur aus. Das wäre der Oberschnalle. Wir werden ein Feuer regen! Schilde bereit! Nein! Wo war Feuerregen? Was soll ich machen, um in Deckung zu gehen? Achso, die schießen nur. Okay, dann, das wäre jetzt so bekannt. So, jetzt kommen mal die Black Flag Skills. Ach, wie geil! Wie schießen die mit. Ach, wie cool! Mit brennenden Pfeilen. Hey, das Segel auch abfackeln? Ja, das Segel brennt! Ich hab geklappt! Alter, die schießen ja auch aus allen Rohren, ey. Also Rohren, aus allen Bögen. Achtung!
Alter Schwede! Ich sehe Schiffe, sie nähern sich schnell! Wo? Wo? Im Rhythmus bleiben! Hey, auf Kraft aufnehmen? Ich könnte mir vorstellen, dass der gleich noch ausbricht. Aber wo sind die anderen Schiffe? Er trommelt sogar langsamer weg. Mehr Tempo! Das ist ja geil. Oh, scheiße. Wir haben diese Malakia. Sie haben die Heckflossen. Die Segel weg. Die brennen wie Kamelscheiße. Nein! Oh. Die Segel angreifen, dann würde ich schon mal manövrieren, okay, glaube ich. Nehmt sie aus wie Fische! Aua, ja. Mehr Tempo! Mehr Geschwindigkeit! Erhöht die Schlagzahl! Ja, mit dem Raum, pass mal. Ich kann mich nur selber versenken. Auf geht's! Normale Fahrt! So, weg mit dem Segel. Feuer! Na gut, der Schiffsprobe ist noch nie erfunden. Und keine Spur von deinem treulosen Römer. Hüte deine Zunge, Kapitän. Wir brauchen ihn als Verbündeten und nicht als Feind. Wir sind das nicht passt, so weit gesegnet, bleib? Um ihn jetzt wüst zu beleidigen. Trommel er weiter. Der ist so motiviert, der Typ. Ich werde mich auch nicht für einen Herrscher ändern. Aus demselben Grund habe ich auch meine Frau und Kinder verlassen. Niemand bei Verstand akzeptiert mich. Ich akzeptiere dich. Wir akzeptieren dich. Oh. Alala! Diese Alala. 110 Leute sind genug Akzeptanz für mich. Es ist schwer, denen Lebewohl zu sagen, die uns nicht akzeptieren. Aber es ist der einzige Weg. Ist auch eine Außenansicht. Pompeius wird am verabredeten Ort sein, vor Terras Küste. Fahr weiter. Ja, diese Bucken, das ist auch geil. Wir müssen mal ein bisschen klarkommen, ja? Pass auf den Kran auf. Das wäre... Ich weiß nicht, ob der noch während des Spiels ausbricht. Das wäre der Ober... Wahrscheinlich ein historisches Ereignis. Vielleicht gab es sowas wirklich in der Zeit. Können wir vorstellen. Rammen und zurückschießen. Okay, halte gedrückt, um Deckung zu gehen und lass dann los. Aha. Okay. Das ist natürlich ein bisschen anders als bei Black Flag. Da hatten wir noch riesige Kanonen irgendwie, weil da eben das Schießpulver schon erfunden war. Sind wir hier zeitlich, ich weiß gar nicht, in welchem Zeitraum, so 200 vor Christus oder? Naja, nicht ganz, ne? Geschwindigkeit. 100 vor Christus, 50 vor Christus, irgendwo so. Ich weiß es gar nicht genau, ehrlich gesagt. Erhöht die Schlagzahl! Da, ich sehe ihn. Pompeius im Norden. Keine Eile! Da könnten Patrouillen warten. Willst du einem Kampf aus dem Weg gehen? Bei Hades Scheiße, Weib, sicher nicht. Aber ich sterbe nicht gern zum Schutz eines Römers. Schon gar nicht für einen, der sich Schutz leisten kann. Weißt du, du solltest eher auf seiner Triere segeln. Ja, passt. Feuerbomben bereit! Feuerbomben! Wenn wir nah genug sind! Zwei? Wie wechsle ich die? Wie wechsle ich die denn? Hallo? Ach, guck mal, die haben einen Brandteppich ausgelegt. Ich hab noch irgendwie eine andere Waffe, ich weiß aber nicht, wie die. Ich weiß nicht, wie ich sie nutzen kann. Deckung! Was war's? Deckung! Mehr Geschwindigkeit!
so ähnlich. Auf geht's! Achtung! Oh, Ullui seht ihr gerade. Das Ding muss er jetzt mal sinken. Modus. Sie stehen unter schwerem Beschuss. Wir müssen was tun. Zeit, es diesen Festbeulen. Ranbomben. Ach was. Und weg damit. Okay, muss ich nah genug dran sein. Rudern schneller. Verdammt. Achtung. Mehr Tempo. Feuer. Erhöht dein Tempo. Achtung. Bereit zu feuern! Feuer! Sehr gut. Übrig. Das war gute Arbeit. In dir steckt doch mehr als eine Hufnabel. Hüte deine Zunge, alter Mann. Sonst zeige ich dir, was ich mit dem Schwert alles kann. Ach, das ist ein verbündetes Schiff. Aha! Scheiße, habe ich gar nicht drauf geachtet. Im Rhythmus bleiben! Mehr Geschwindigkeit! Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ich habe das auch jetzt gar nicht gecheckt, ehrlich gesagt. Im Rhythmus bleiben! Wo ist denn das Punkt jetzt? Es ist immer genau dahinter. Sie gehen unter! Sehr gut. So muss das sein! Gut, indem ich meinem verbündeten Schiff erstmal die Segel weggefeuert habe. Nun suchen wir diesen römischen Feldherrn! Schneller. Ich habe noch keinen dieser Generäle persönlich getroffen. Keine Sorge, Aja! Ich benehme mich auf! Na, bin mal gespannt. Bürgerkrieg in Ägypten und eine Triere mit Söldnern kommt mir zu Hilfe. Mitten im Krieg gegen Cäsar, das ist ungewöhnlich. Wer bei Hades seid ihr? Wir hätten euch sterben lassen können. Pompeius Magnus. Grüße und Freundschaft von Königin Kleopatra. Kleopatra bietet Gold für meine Gunst, sobald ich in Rom herrsche? Ist das die Freundschaft, die eure Königin meint? Wessen Gesicht schmückt diese Münze? Erweist man römischen Frauen dieselbe Ehre? Eine Allianz mit Kleopatra wäre eine Vereinigung der Macht. Sie sucht keinen Verbündeten. Sie sucht einen König. Eine wertvolle Freundschaft, in der Tat. Also gut. Meine Flotte wird bald für Ägypten bereit sein. Okay, das war jetzt aber eine relativ kurze Seemission. Jetzt haben wir mal kurz mit Aya gespielt, die mir bisher auch noch nicht so wirklich sympathisch ist, ehrlich gesagt. Das war bei Syndicate war das ein bisschen anders. Da waren mir die Titelhelden tatsächlich sogar sehr sympathisch. Gut, also kann ich dann erstmal die nächste Mission machen. Ist das richtig, ne? So, Geschmack ihres Stichs, ja, da muss ich eben noch... Oh, müssen wir nehmen, weil 1337 Meter entfernt, die Hyäne. Na, Bayer gereist nach Gizeh, um Informanten Meret zu treffen, um mehr über eines seiner Ziele zu erfahren. So, um die Hyäne. So. Kleiner Sprachfehler. So. Gut, dann hole ich mir mal mein Kamel. Das war gerade Zufall, dass es genau 1337
Meter wegfahren. Aber dann muss man die Mission machen. Das ist ein Gesetz, ungeschrieben. So, zack. Ah, ist schwer. Das ist schwer. Bam. Ja. Wegfindung auch so schwer. Ja. Kann mir interessiert das auch nicht. Zack. Ah, fast. Und den Esel? Natürlich haben wir den Esel weg. Der Arme. Na gut. Also ab nach Gizeh. Und da einmal unseren Informanten treffen. Und irgendwie in dem Gebiet sind nur Sandstürme. Das ist alles milchig hier immer. Hier erkennt man gar nichts. Vorbei an irgendwelchen Ruinen. Ziemlich trostlos hier, also. Da merkt man auch erst, was man von dieser Weitsicht hat. Dann guck mal, jetzt kommt man da so ein bisschen raus, jetzt kriegt man wieder die kraftvollere Farben noch. Von 2 Meter rausgeritten, zack, ist wieder bestes Wetter. Sehr schön. So muss das immer sein. Auch hier in Deutschland. Die Webcam trotzdem davor, ne? Ich hab die Webcam jetzt noch ein bisschen höher gestellt, damit man wenigstens die Ortsnamen dann mal im Bild hat. Ich kann mir sogar vorstellen, dass sie jetzt ein Ticken zu hoch ist, aber naja. Halb so wild. Mädel ist wieder übermotiviert. Oh, oh, oh. Den. Und tschüss. Bam. Dieses Kamel, naja. Gut. So, hier waren wir gestern dann schon mal. Als ich dann die Pyramide mal hochgeklettert bin. Wie gesagt, eigentlich muss ich noch mal hoch, weil ich gerne noch mal einen Screenshot von da oben haben möchte. Na gut, so. Das sind noch 300 Meter. So! Dieses Kamel, was ist denn los mit ihm? Das nimmt keine Rücksicht auf nichts. Verrückt. Meine Güte. So, neuer Ort entdeckt. Große Sphinx. Oh, da ist sie, da ist sie. Ah, gestern habe ich mich noch gefragt. Wenn ich die Hyäne finden will, muss ich mit Meret sprechen. Ja. Apollodorus Kontakt. Der kann warten. Er ist Händler irgendwo auf dem Marktplatz. Ach, gut, kleiner. Da ist sie. Hat sie die Nase noch? Die hat die Nase noch. Und ich könnte mir garantiert vorstellen, wenn ich da hochklettere oder so, dass die Nase abbricht oder irgend sowas. Oder dass das später noch eingebaut wird. Irgendwie. Die also, große Sphinx. Sie ist kleiner als erwartet. Sie ist echt nicht riesig. Ich habe sie nie im echten Leben... Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal in Ägypten war. Dann das schon mal gesehen hat. Ungewohnt mit Nase. Ich muss das jetzt eigentlich mal provozieren, mich da an die Nase ranhängen. Oder soll ich sie heilen lassen? Ich weiß das gar nicht. Ich kann mir vorstellen. Sie ist echt nicht groß, ne? So ein zweistöckiges Hochhaus vielleicht. Kurz am Arsch schnüffeln. Oh! Ein verborgener Eingang. Wie konnte ich den übersehen? Ja, wie konnten all die Forscher das ja all die Jahre nicht sehen? Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt habe ich aber eine Mission hier. Oh, oh, oh. Mal richtig schön in den Arsch reinkriechen. Ah, ist das nicht schön. So, natürlich alles braun da drin, klar. Okay. Können wir schon einmal plündern? Oh, da gibt es ja so. Oh, da gibt es aber einiges. Jetzt bin ich aber gespannt, wie ein Flitzebogen. So, das ist irgendwie nur ein Ikea-Regal. So, hier gibt es noch was zum Einsacken. Ey, du sollst ja nicht rausspielen, du sollst ja plündern. Meine Güte. Okay. Gibt es den Raum in Wirklichkeit? Ich weiß das gar nicht. Ah, eine Sackgasse. Das ergibt keinen Sinn. Es muss einen Weg geben. Ja, wo könnte dieser Weg sein? Ich habe keine Ahnung, Mensch. Hier oben nicht, Mensch. Wo könnte dieser Weg sein? Das kann... Oh. Na also. Ja, dafür bist du aber sehr motiviert dadurch. Das sieht nach einer Falle aus. Oder? Das... Soll ich da runterspringen?
Ja, das fand ich auch ganz geil mit den Spinnennetzen. Was? Du warst in Ägypten und warst nicht bei den Pyramiden? Was ist mit, stimmt mit dir nicht? So. Okay, hier gibt's schon mal einen Schatz. Ein Schatz. So. Oh, oh. Uiuiui, ein richtig gutes Schild. Oh, hier gibt's noch einen viel dickeren Schatz. Ja, setz dich. Ja. Das hat sich gelohnt. So, hier ist noch ein Schatz drin. Ja, da kann ich nur, eine Position geben dafür. Kann hier noch was plündern. Aber gibt es in Wirklichkeit einen Gang unter der Sphinx? Eieiei. Also ich bezweifle, dass es diesen Raum wirklich gibt. Ist halt riesig, das Land war am Meer tauchen. Das ist bestimmt auch nicht ganz schlecht, ne? Kann man wahrscheinlich auch mal, Eieiei, das müssen wir mal ein bisschen ducken. Ich habe irgendwie Angst, dass hier gleich noch irgendwas um die Ecke kommt. Eine Mumie oder so. Ist Mumien in dem Spiel? Also lebendige? Das ist mir ein bisschen zu dunkel gerade. Irgendwie gerade... Okay, das ist aber sehr dunkel. Wir hier. Ja, gibt's noch eine... Klar, also ich bezweifle, dass es so einen riesigen Raum oder der Sphinx gab. Hier wird noch ein Schatz drin sein. Ich nutze jetzt mal absichtlich nicht meinen. Scheiße. Aber hier kann man sich ganz schön schnell verirren, ne? Was sind das für riesige Spinnen? Ja, aber das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich fährst jetzt nicht wieder. Achso, hier bist du irgendwie die Treppe, da bin ich runter. Okay. Kann man die auch anmachen hier? Kann man wegbrennen? Ey, es wird ja noch dunkler. Bei Amun. Was ist das? Was? Mini. Mini. Da hinten ist auf jeden Fall wieder Tageslicht zu sehen. Also ist das jetzt schon Nacht geworden? Was ist das? Was ist das? Wow. Nee, das glaube ich hätte ich auch mal irgendwann mitbekommen, wenn es sowas unter der Sphinx gegeben hätte. Was ist das? Wow. Okay, das sind hier die Pyramiden. Das sind auch die Königin-Pyramiden. Da die Sphinx. Habe ich die. Ich habe die gestern gesucht. Die sind doch eigentlich. Waren die nicht hinter der kleinen? Das sind ja diese noch etwas kleineren. Das sind ja die Königin-Pyramiden. Weiß ich auch nur, weil ich es zufällig jetzt letztens gelesen habe, weil die irgendwie einen neuen Hohlraum in der Cheops-Pyramide gefunden haben. Kam zufällig jetzt letztens gerade erst in den Nachrichten. So, was kann ich jetzt hier machen? Da scheint ein Licht drauf. Da hinten ist ein Ausrufezeichen. Hm, 1 plus 1. Das Ausrufezeichen jetzt. Geht doch niemals drauf. Ne, ich muss hier ja irgendwas machen. Irgendwas muss ich verbinden. Ich bin hier angezündet, ne? Ich bin hier wild rumfuckel. So, das scheint jetzt hier einmal voll runter. Das latsche ich da einfach mal drüber. Alles kaputt treten. Hm. Das ist irgendwie ein Rätsel. Licht scheint runter, darauf. Markiert aber auch nicht. Vielleicht muss ich den mal ausmachen hier. Was dann mehr Sinn? Was beleuchtet das irgendwie nur? Seriös. Ich weiß nicht, ob das Ausrufezeichen hier zu der Höhle mitgehört oder ob das irgendwie schon wieder was ganz anderes markiert. Das Geheimgang. Hier ist aber auch kein Ausrufezeichen in der Nähe, wo man sagen könnte, okay, das hört er jetzt irgendwie mit zu. Jetzt muss ich ja Amy vielleicht doch da hochklettern, oder? Das ist irgendwie ein anderer Raum auch. Irgendwas muss ich hier doch machen.
glaube nicht, dass es jetzt einfach ein Raum ist, der mir so eine Karte da anzeigt. Vielleicht doch nochmal nutzen. Macht keinen Sinn. Das wird doch nie einfach nur ein Raum sein, der mir jetzt hier... Kann man da machen? Hier interagieren irgendwie. Die Hauptmission. Da unten ist irgendwie was. Oder war was? Ah, hier ist der nächste Schatz. Okay, war das vielleicht doch nur einfach ein Raum, der... Das sieht ja ganz... War nicht mal so schlecht aus. So, den Ort habe ich beendet tatsächlich. Dann gibt es hier vielleicht doch kein Rätsel. Na gut. So, gibt es jetzt noch irgendwie einen schnellen Ausgang? Dann gibt es wahrscheinlich an der Pyramide, die wird ja auch irgendwelche Eingänge haben, da wird es wahrscheinlich auch noch irgendwas geben. Ach toll, was für ein Tunnelsystem hier drunter liegt. Okay. Ja, nicht schlecht, ey. Mal schön der Sphinx da in den Arsch gekrochen. Belohnt worden dafür. Noch irgendwie was? Habe ich jetzt eigentlich irgendwas vergessen? Ja, nee, ne? Klingt auch nichts mehr. Nö, aber hier komplett geplündert das Ding. Neues Schild bekommen und neues Sichelschwert. Cool. Also, beim nächsten Ägyptenurlaub wisst ihr, wo ihr mal hingehen müsst. Das sollte eigentlich nur ein unfassbar schlechter Gag werden. Oh, lass mal der Sphinx am Arsch schnüffeln. Aber die hat ja ein Loch da hinten. Alter Schwede. Also, bei Bedarf kommt doch ordentlich was raus. Die Fackel, du brauchst jetzt auch nicht mehr schleichen. Du kannst ja auch die Fackel ausmachen. Sehr schön. So. Jetzt muss ich natürlich nochmal ausprobieren, was passiert, wenn ich die an die Nase hüpfe. Also das wäre halt schlecht, ne? Wenn der direkt abbricht. Darf ich nicht darauf, oder? Darf ich nicht rauf, okay. Stehe ich oben drauf, aber ich darf nicht an die Nase fassen. Wie geil ist das denn? Hier gibt es aber nichts weiter, so wie ich das sehe. Ich versuche es nochmal irgendwie, mich da an die Nase runter zu baumeln. Will er nicht. Das hat, wahrscheinlich gibt es nachher noch eine Mission irgendwie, wo der Assassine sich genau an die Nase hängt und bricht ab. Das habe ich aber schon irgendwie relativ früh mal irgendwann gesagt, dass ich mir das vorstellen kann. Also noch ist sie dran, so viel ist sicher. Eben die Nase klauen. So, dann gehen wir mal zu dem Markt. Kleiner Exkurs hier in der Sphinx. So, und hier müssten dann ja irgendwo die, wenn ich das jetzt eben richtig gesehen habe, das sind die Großen. Und da müsste doch links davon... Und da sind die noch im Bau. Verstehe noch nicht. Ich weiß ja nicht. Da kommen hier irgendwann noch die Kleinen. Hier. Seine Sch... Ich hätte gedacht, dass er noch so eine Kobra da hat, irgendwie. Die aus so einem Gefäß da rauskommt. Erzähl mal. Willkommen bei Meretz Warenreisender. Nun, was denkst du? Schund. Dann verschwinde. Ah, ich bin nicht fertig. Bist du blind? Mehr habe ich dir nicht zu zeigen. Aber du kannst mir etwas sagen. Über die Hyäne. Ah, amüsant. Das ist zufällig... Das teuerste, das ich anzubieten habe. Sehr amüsant. Lieferung nach Bezahlung. Lieferung nach Bezahlung. Bezahle mehr. 100 will er haben. Sag mal, merkt er noch was? Na, dann bezahlen wir ihn. Hast du genug, um ins Geschäft zu kommen? Hier. Deine absurde Gebühr. Was kannst du mir sagen?
Nun, Hyäne ist nicht ihr richtiger Name. Schon gut. Ein misslungener Versuch, lustig zu sein. Wo kann ich sie finden? Ihr Name ist Halicet. Ein Gefallen. Ein paar Kunden haben nach einem Streit mein Pferd mitgenommen. Sie lagern in einem Steinbruch südlich von hier. Nimm meine Männer. Bring mir mein Pferd. Und ich sage dir, was du wissen willst. Es ist mir schleierhaft, wie Apollodorus dich empfehlen konnte. Ich habe mir eben noch gedacht,